Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 20 Karriere. So, es gibt hier noch eine Sache, die ich machen wollte. Und zwar, ich muss dafür einmal Teamzentrale, ich wollte ja Rakelwitsch auf die Transferliste setzen. Wo haben wir den guten? Und dann wollte ich gucken, wer noch zwecks Verlängerung Vertrag. Es gibt bestimmt welche, die wieder zu wenig haben. Wo ich mal langsam verlängern muss. Ja, 5 Monate Toprak. Ja, müssen wir verlängern. Oh. Achso, der ist ja nur ausgeliehen, ne? Ist ja nicht so schlimm, ich habe ja noch Bekovic. Aber hier, Lang. Lang will ich behalten. Den habe ich auch noch. Der ist auch nur geliehen. Jetzt ist er kriminell. Aber das ist nicht so wild. Wen habe ich denn noch? Der langsam. Der ist auch nur ausgeliehen, ja. Den muss ich irgendwie versuchen zu binden dann. Der Bartles habe ich doch verkauft, dachte ich. Warum wird der noch? Hol, habe ich den auch? Ne, ich habe den nicht verliehen, ich habe den verkauft, oder nicht? Nee. Oder ist er erst noch bis zum Ende des der Saison bei mir und dann geht er erst rüber in den anderen Verein? Das kann natürlich auch sein. Pizarro, der ist sowieso bald weg. Der macht halt bald Karriereende. Ende. Hanik ist in Hamburg momentan. Ja, das geht eigentlich. Dann gehen wir direkt in die Partie gegen Hoffenheim, was wahrscheinlich sehr schwer sein wird. Ne, komm. Machen wir so. So, Opel-Mekano darf direkt auch mal spielen. Das ist immer sehr gut. Und ich habe ja noch einen neuen Offensiven, beziehungsweise einen Offensiven, der auch Sturm spielen kann. Also, mal sehen. Was ist das denn hier? Oh Gott. Hast du keinen Bock oder was? Okay. Ah. Okay. Egal. Hallo und willkommen zu diesem Spiel, bei dem es leider in Strömen regnet. Wolfuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen 1899 Hoffenheim. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Ja, vielleicht ist er ja der Mann, der über die Außen für noch mehr Druck sorgen kann. Und wir schauen mal, wie er sich in die Mannschaft einfügt. Haben sie den neu? Den haben sie neu. Krass. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Der Mann im Tor heißt Jiří Pavlenka. Dayo Upamecano spielt mit Ömer Toprak in der Abwehr. Demi Klaassen steht mit Nuri Sahin im Zentrum. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Schade. Rudi. Diese One-Touch-Dinger funktionieren leider gegen NPCs nicht so gut. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Nuri Sahin am Ball. Füllkrug. Schönes Zuspiel hier. Milo Rashica. Gute Aktion vom Torhüter. Ich musste da abziehen, sonst hätte man mir den Ball abgenommen. Das war auch leider zu zentral geschossen, ne? Naja. Ecke kommt in die Mitte. Rudi, Nordfight. Kaderabek. Jetzt der Ballverlust.
David Klaassen. Gute Aktion jetzt. Da passt er auf. Die machen aber nur ein Bein lang und kriegen den Ball, Alter. Wenn ich das mache, wird es sofort ein Foul. Kramaric. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Boah. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenhaus. Dayot Upamecano. Klaassen. Gebrselassie. Sie verlieren den Ball. Nö. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Milot Rashica. Ja, und dann stolpert er noch, genau, Alter. Damit er ja nicht weiterlaufen kann. Was ist das denn für ein Pass, Alter? Hör mal auf damit, FIFA. Ganz ehrlich, Alter, das ist nicht mehr witzig. Könnte jetzt was werden. Oder was, habe ich den Ball gerade abgenommen? Kalerabek. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ball im Seitenhaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Nun Kalerabek. Hier das Bebu. Ball kommt in die Mitte. Das hätte gefährlich werden können. Warum denn da hin? Auge holt sich da den Ball. Klasse. Florian Grilic. Geh hin. Das wird hier Ecke geben. Kurze Ecke. Sebastian Rudi. Hereingabe. Immer zum Glück. Ja, nimmt sich einfach mal im Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Da ist der Ball weg. Das war ein Foul. Und jetzt gibt's Ecke. Boah, haben die ein Glück, Alter. Wie sieht das Wetter aus? Uschi heute, nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Bebu, Kaderabek. Jetzt ist es gefährlich. Mann. Hier ist Bebu. Geht doch mal drauf auf den Gegner, Alter. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Das war so klar. Kerlam Hatznodoi. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Super dazwischen gegangen. Ich war schon überrascht, dass die Pässe vorab angekommen sind. Boah, greift doch richtig an und dann ist er langsam wie raus, was, Alter. Er kann ihn reinbringen. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Florian Grilic. Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Spiel wieder gegen Real Madrid oder was? Ja. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Geht jetzt in die Mitte. Den Ball holt er. Boah, was machst du? Alter. Spiel doch mal richtig Fußball hier, ey. Leonardo Bittencourt. Jetzt Schein. Füllkrug. Geht keiner mit, ne? So langsam wird's gefährlich. In den freien Raum. Geht doch. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Oh, Alter. Ist das anstrengend. Und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Klasse Tor. Super den Ball direkt genommen. Und da machst du als Keeper aber auch gar nichts. Ein wunderschön herausgespielter Treffer. Da muss man auch den Gastgeber mal sehen. Das ist echt anstrengend hier. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht.
fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Das ist natürlich eine eher schwache Ballbesitzstatistik in diesem Spiel von Werder Bremen. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Chancen, die sich bieten. Das ist Milan Rašica. Das Tor doch noch. Noch ein. Florian Grillitsch. Füllkrug. Kann er was draus machen? Und die Flanke. Leonard. Und er schießt. Keine Schwierigkeit. Das ist doch komisch. Ganz problemlos gehalten. Was? Aber das auch, weil er zum falschen Spieler ging. Florian Grillitsch. Hä? Was hat er denn vor? Er geht nach Leverkusen, läuft also künftig für die Werkself auf. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich 49,2 Millionen. Alter. Sagen, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Obwohl, ist das heutzutage eigentlich noch viel Geld im Fußball? Ist das nicht mehr. Wenn man bedenkt, dass da so teilweise Transfers in 200 Millionen Höhe ist? Echt eine gute Frage. Schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. Ja, ganz klar. Klassen. Zur Pause steht es 1-0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das Wetter spielt überhaupt nicht mit. Auch im zweiten Durchgang regnet es. Oh Gott, schade. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Ja, der nächste tolle Pass. Jetzt ist die Kugel weg. Sehr schön. Klasse Zuspiel. Leonardo Bittencourt. Er sucht die entscheidende... Leonardo Bittencourt! Schade. Ich wollte es einfach mit ihm mal versuchen. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie jetzt sehen. Nordfeind. Da haben sie jetzt Platz. Pavel Kalaschabek. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Und Schein. Leonardo Bittencourt. Hier das nächste Spiel der Gastgeber in der Bundesliga. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Hä? Klasse Aktion. Oh. Weg. Hätte man anständig passen zu spielen. Ne? Das nächste Spiel von Hoffenheim, jetzt eingeblendet. Es geht für sie gegen Leverkusen im nächsten Bundesligaspiel. Und da kann ich keine eindeutige Prognose abgeben. Und Schein. Milot Rašica. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Nicht so. Es gibt gleich den Wechsel. Nordfight. Jetzt der Ballverlust. Er bringt den du Ball rennst einfach nur, ey. Das ist total ohne Verstand, wie der da ran ist. Da muss er aufpassen. Da passt der Torhüter klasse auf. Milot Rašica. David Klaassen. Niklas Füllkrug. Klaassen! Ja! Sie haben diese Partie jetzt doch. Das war gut gespielt. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Der Kapitän macht's. Treffer noch mal genau anschauen. Sehr schön. Mal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, lange nicht mehr getroffen, ne? Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Florian Grillitsch. Nordfight.
Was legt er sich hin? Zuspiel landet, Emaus gibt Einwurf. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Klassen. Und Schein. Ludwig Augustinsson. Gefährlich! Hereingabe jetzt. Kein gutes Timing. Schade. Das war auch eigentlich gar kein Pass. Ich hab geschossen, der ist irgendwie dahin geprallt. Eigentlich würde ich schießen. Sieht man das noch? Nee, ist doch stehen geblieben. Schade. Ja, das hätte was werden können. Leonardo Bittencourt. Da wäre jetzt Platz. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Da ist die Hereingabe. Was macht der denn da? Das hätte gefährlich werden können. Philipp Box. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Brennett. Nordfight. Box. Hoffenheim. Vielleicht geht jetzt mal was. Toller Pass. Sebastian Rudi. André Kramaric. Den Zweikampf hier gewinnt Ömer Toprak. Könnte in Konter gehen. Und da habe ich nicht hingepasst. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Joshua Brenne, Sebastian Rudi, André Kramaric, Dias Bebu. Und da ist der Ball wieder weg. Leonardo Bittencourt. Muss ich laufen? Füllkrug. Alles in Ordnung. Und Schein. Jetzt müssen sie aufpassen. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Jetzt vielleicht. Ein fantastisches Tor. Da kommt der Torhüter nicht dran. Der Ball geht flach in die Ecke. Klasse Tor. Schön ins Eck verwandelt. Noch ein Tor. Die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam können sie wohl einen Gang zurückschauen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Yes. Ja, er kann natürlich oh, das sieht gut aus. Mit dem, was seine Mannschaft hier heute gegen zeigt, Hoffenheim habe ich echt gedacht, dass ich mehr Probleme hätte. So hat er sich das erhofft. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Rudi. Und beim Stand von 3:0 kurz vor Spielende können wir schon mal einen Blick nach vorn wagen, Buschi. Gut. Der nächste Gegner von Werder Bremen heißt FC Augsburg. Wenn sie da so auftreten wie heute, haben sie für mich die Nase voll. Da geht er weit am Tor vorbei. Wir sehen einen Wechsel bei Hoffenheim, Buschi. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Schade. Der Ballverlust. Wird nix. Lol. Zieht nach innen. Oh. Das ist der Dreierpack für ihn. Schönes der Tor. Der ist heute nicht zu halten. Und das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Okay, dieses Tor gucken wir jetzt gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Gerade schießt er so ein Feier, Alter. Heftiger Typ.
Bei Werder Bremen gibt es eine Auswechslung, Buschi. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Ich muss mal gucken, was eigentlich mit Maximilian Eggestein jetzt ist. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Ob der wieder fit ist. Eigentlich ist der ja Stammspieler und nicht Johannes. Rudi. Oh lol. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Da müssen Sie aufpassen jetzt. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Hey. Danke für den schönen Doppelpass. Milot Rashica. Das könnte was werden. Da okay. Ärgern Sie sich. Ballverlust. Da wusste ich jetzt aber auch nicht, wo der hingehen sollte. Starke Aktion, verteidigt hier den Ball. Ja, das war's. Schönes Spiel. Und das war's hier. Die Partie ist abgepfiffen. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationell. So langsam wird's gefährlich. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel auf. Milot Rashica, David Klaassen, Niklas Füllkrug. Klaassen! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Jetzt vielleicht. Ein fantastisches Tor. Da kommt der Torhüter nicht dran. Der Ball geht flach in die Ecke. Das war der einzige Torschuss von dem, ne? Wir sehen einen Wechsel bei Hoffenheim. Buschi. Zieht nach innen. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Ui, 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 sag ich nur, ne? Ui, ui, ui. Krass. Ich kann dir keine Spielzeuggarantie geben. Ich glaube, das ist der ganze Tio. Mann, lass doch mal Gele. Ne? Sie lassen irgendwo. Für wie viel eigentlich? 3,7. Ablehnen. Warum steht da eigentlich eine 3? Heißt das, dass er dreimal angefragt worden ist schon oder was? Training. Genau, ich wollte erst gucken, wie es aussieht mit Maximilian Eggestein. Der eigentlich wieder fit ist. Maxi Eggestein, der ist immer noch. Kann man nicht mal sehen, wie lange noch? Nee. Ist auf jeden Fall immer noch verletzt. Dann lasse ich das erstmal. Dann lasse ich das noch. So. Ich habe doch schon Nein gesagt. Ist auch schon X dran. Warum packt er mich vielleicht hin? Will ich mal ein bisschen so die Transfers, also wir haben ja auch ein paar Transfers gemacht. Ich habe USA abgegeben. Okay. okay. Wolfsburg, Knoche weggegeben, Batshuayi und Stambouli geholt.
Okay. Ja. Hudson-Odoi. Ah, wusste ich doch, dass er neu ist. Mulder. Nübel ist weg. Wo ist Nübel jetzt hin? Ist er wirklich nach Bayern hier auch ein Spiel? Das wäre lustig. Haberer haben sie abgegeben. Okay. Timo Werner ist weg. Okay. Stimmt. Oh, Timo Werner ist nach Leverkusen. Osako nach Leverkusen. Alter. Aber gut, die haben auch dafür Bailey und Wendell abgegeben, ne? Die Köln hat nichts gemacht. Bayern hat sich Walker Rashford. Oh, Rashford, Alter. Die haben sich Rashford geholt. Ja. Heftige Menschen. Alexander Arnold und Bastos geholt. Lol, ernsthaft? Und Piszczek abgegeben. nein, nicht. Townsend zu Köln. Ja, nee, das. Doch, da ist er Townsend. Den kenne ich immer her. 11,8, das ist nicht wenig. Okay, Bone kenne ich nicht. Rodriguez von AC Mailand zu Everton. Mario Rui. Nochmal Rodriguez. Aber das nochmal gezeigt. Ja, nee, hier ist ja nichts. Mein Freund, hier ist nichts. Hoffe ich doch, dass da nichts ist. Boah, wir sind schon bei 464 Millionen, Alter. Warum wird mir das die ganze Zeit angezeigt? Da ist doch nichts. Oh doch. Moisander wollte ich aber nicht verkaufen jetzt. Wollte ich den verkaufen? Nee. Ablehnen. Warum ist da mal Haken hinter? Das hätte ich da schon angeguckt. Das sollten sie mal nicht machen, ey. Hier gehe ich auf genau 1 Million. So. Beimo machen wir, der kann von mir aus gehen. Aber die sollten da keinen Haken setzen, das denkst du, da ist nichts. Jetzt habe ich 7 Nachrichten, jetzt macht mir das alles ein bisschen Angst. So, ich bin letzter Zeit, ich hoffe, daher, dass ich Ausbruch nicht auf der Bank sitze. Mosander darf gleich wieder spielen. Ich denke drüber nach. Eggestein ist auch wieder fit. Mikrovic, den weg, den annehmen. Mikrovic darf weg. Boah, ey, muss echt mal gucken hier, ne? Schade. Ich hab's versucht. Genau, Mannschaft. So, du hast lange genug gespielt. Du darfst mal wieder auf die Bank zurück. Er ist aber noch nicht so 100% fit, ne? Machen wir anders. Er kommt auf jeden Fall erstmal wieder hier rein. Ja.
allgemein beim Speichern. Jetzt weiß ich ja gar nicht, welche Folge ich bin. Ich bin noch in der alten Folge. So. Ja, ich bin jetzt mal diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann, Shoryu.